Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Donnerstagabend im Museum. Das Kunsthistorische Museum mit seinen zahlreichen Sammlungen und Standorten ist wieder geöffnet, doch dürfen wir Sie noch leider nicht wirklich zu Führungen oder Vorträgen im Museum begrüßen. Umso mehr freut es uns, dass wir Sie auf diesem Wege erreichen und heute Abend mit Ihnen zusammen sein können. Und heute Abend spricht Dr. Franz Kirchweger zu uns, den Sie jetzt auch schon sehen. Ich begrüße sowohl die Damen und Herren, die über Zoom mit uns verbunden sind, als auch diejenigen, die sich über Facebook mit uns heute Abend zusammen sein können. Bevor ich meinen Kollegen Dr. Franz Kirchweger vorstellen möchte, möchte ich auch ganz besonders der VIG danken, der Vienna Insurance Group, als ganz wichtigen Unterstützer der Schatzkammer und der Vienna Insurance Group ein ganz großes Dankeschön für die Unterstützung. Dr. Franz Kirchweger studierte Kunstgeschichte und Geschichte und Archäologie an der Universität Wien. Seit 1998 ist er als Kurator am Kunsthistorischen Museum tätig, und zwar an der Kunstkammer sowie der weltlichen und der geistlichen Schatzkammer. Im Jahr 2001 absolvierte er ein Forschungsstipendiat am Metropolitan Museum of Art in New York. Er arbeitete an vielen verschiedenen Ausstellungs-, Forschungs- und Publikationsprojekten des Kunsthistorischen Museums mit. Darunter nenne ich jetzt nur einige, so zum Beispiel zu den Exotika der Kunstkammer, zu Ausstellung Archimboldo oder auch zur Ausstellung Karl der Kühne. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, eine ganz besondere Ausstellung. Aber auch zu den Portalreliefs aus dem Gurker Dom, zum Privilegium Maius, das ist jetzt gar nicht mehr so lange her, wie auch zur Heiligen Lanze und zum Krönungsevangeliar, über das er heute zu uns sprechen wird. Und einer der jüngsten Forschungsprojekte war das Hochgrab, das Prunkgrab Kaiser Friedrichs III. Im Stephansdom. Und zudem hoffe ich auch, dass Dr. Franz Kirchweger in näherer Zukunft oder bald in diesem Jahr auch noch zu uns sprechen wird. Eine ganz besondere Sache. Und zu guter Letzt in diesen Projekten auch ein Forschungsprojekt zur Reichskrone, die ja ganz unmittelbar auch mit dem Krönungsevangeliar zusammenhängt, beziehungsweise im selben Raum, im selben Zusammenhang gezeigt wird. Ein Projekt, das hoffentlich auch bewilligt wird, was schon auch sehr bedeutsam werden wird. Vom Jänner 2010 bis März 2013 war Franz Kirchweger der wissenschaftliche Projektsteurer für die Neueinrichtung der Kunstkammer, die davor ja viele Jahre, ich glaube 11 oder 12 Jahre geschlossen war und seit 2013, wie Sie sie jetzt wieder kennen, im neuen Glanz erstrahlt und einer der ganz bedeutsamen Sammlungen auf der Welt ist. 2007 bis 2011 und 2015 bis 2016 war Franz Kirchweger stellvertretender bzw. interimistischer Sammlungsdirektor der Kunstkammer und der Schatzkammern. Er ist Lehrbeauftragter an den Universitäten Wien und Graz sowie an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in Herrschaftszeichen und Schatzkunst des Mittelalters sowie Kunstgewerbe zwischen 800 und 1800, wie auch das Sammelwesen des Hauses Habsburg. Meine Damen und Herren, Franz Kirchweger wird heute zu uns über das Krönungsevangeliar sprechen, eine der ganz bedeutenden Manuskripte des Mittelalters. Sie haben natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte schreiben Sie diese in den Chat und am Ende werde ich ausgewählte Fragen weitergeben. Und jetzt bitte, Franz, bitte erzähl uns etwas zum Krönungsevangeliar. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank schon mal. Vielen Dank, lieber Daniel, für diese freundliche Einleitung. Ich begrüße Sie, sehr geehrte Damen und Herren, zu diesem Vortrag, zu diesem Anlass, der auch für mich sehr ungewöhnlich ist, hier jetzt vor Ihnen über diesen Weg zu kommunizieren. Ich freue mich aber darüber, Ihnen eines der weniger bekannten beziehungsweise in der Anschauung kaum bekannten Stücke der Sammlungen des Kunsthistorischen Museums präsentieren zu dürfen, manche von Ihnen sich vielleicht erinnern, dass wir im Jahr 2014 eine Präsentation
Organisation hatten im Zusammenhang mit der Erinnerung an den Tod Karls des Großen vor 1200 Jahren und auch des Kaiser Augustus. Und damals haben wir diese Handschrift nach beinahe 60 Jahren das erste Mal wieder für einen gewissen Zeitraum zeigen können. Es ist ein Werk, das aufgrund seiner Empfindlichkeit und also Struktur praktisch nicht permanent gezeigt werden kann. Dass dieses Evangeliar deswegen weniger bekannt sein könnte oder würde, hat schon im Jahr 1791 ein Gelehrter, ein Sprachwissenschaftler angemerkt, ein gewisser Johann Friedrich August Kinderling, der sich praktisch beklagt darüber, dass Schriften, die er dazu verfasst hatte, nicht wahrgenommen werden würden und damit nun auch immer noch falsche Annahmen kursieren würden in der Literatur, nämlich dass dieses Manuskript aus Baumrinde gefertigt worden wäre und nicht aus Pergament. Und darauf nimmt er Bezug, dieser Johann August Kinderling, und erklärte sich so, und ich darf hier zitieren: Die Ursache für diese Irrtümer ist wohl diese, weil die in Aachen verwahrlichen Reichsinsignien nur selten zu sehen sind. Man pflegt sie nur vornehmen Personen zu zeigen und die Domherren des Krönungsstiftes zu Aachen sind eidlich verpflichtet, die Vorzeigung dieser Kostbarkeiten und der übrigen Heiltümer dieses von Karl dem Großen erbauten Münsters nie anders als in Gegenwart eines oder zweier Domherren geschehen zu lassen. Daher, führt er weiter aus, können sich wenige rühmen, dieses Evangelienbuch gesehen zu haben, sind vielleicht wegen der Menge der Kostbarkeiten nicht darauf bedacht gewesen, das Buch zu öffnen und durchzublättern, welches aber auch nicht gern zugelassen wird. Daher kommt es unstreitig, dass überhaupt dieses Evangelienbuch sehr unbekannt ist. Also schon 1791 der Hinweis, dass dieses Werk praktisch nie zu sehen ist, dass besondere Vorsorge getroffen wird. Und diese Vorsorge gilt natürlich auch für die heutige Verwahrung im Museum. Der Schutz vor Licht, vor Staub ist hier sehr entscheidend, um zu gewährleisten, dass die Handschrift keinen Schaden nehmen kann. Es gab deswegen schon ab dem Jahr 2010 das Projekt einer Faksimilierung, einer kompletten einer Nachbildung dieses Gründungsevangeliars, die im Jahr 2013 erscheinen konnte. Und in diesem Kontext sind auch Forschungen durchgeführt worden, auf die ich hier heute auch noch speziell zu sprechen komme, an die ich anknüpfen kann und wobei eben verschiedene Kollegen zusammengewirkt haben, unter anderem auch ein lieber Kollege und Freund Matthias Exner, der nun erst im Dezember leider viel zu früh aktiv aus dem Berufsleben durch Corona gerissen worden ist und dem ich hier damit auch ein kurzes Gedenken geben möchte. Das Faksimile hat uns die Gelegenheit gegeben, der Geschichte, der Funktion, dem Aufbau, der Gestalt dieses Evangeliars nachzugehen, das Sie hier jetzt vor sich sehen in einer Aufnahme, die Ihnen eine aufgeschlagene Doppelseite in diesem Kodex zeigt. Wir besprechen dieses Krönungsevangeliar im Kontext der sogenannten Aachener Reichskleinodien. Sie wissen wahrscheinlich als Besucher der Schatzkammer oder sonst historisch Interessierte, dass es einen großen Bestand an Insignien, Herrschaftszeichen, Gewändern und Reliquien gibt, die als Reichskleinodien hier in Wien verwahrt werden. Dieser Bestand gliedert sich auf in zwei Gruppen, in die sogenannten Aachener Stücke und jene aus Nürnberg. Hier sehen Sie diese drei Aachener Stücke vor sich, zu denen das Krönungsevangeliar gehört, das Sie hier auf der linken Seite in der Form sehen, wie Sie das auch in der Schatzkammer ausgestellt finden, den originalen historischen Prunkdeckel der Zeit um 1500, der praktisch dann schon 700 Jahre nach der Entstehung der eigentlichen Handschrift hier zum Schmuck extra angefertigt wurde und der einzige originale Teil ist, der hier in der Schatzkammer gezeigt werden kann. Dahinter befindet sich in der Vitrine heute ein Dummy ein Karton gewissermaßen und das Original befindet sich in sicherer Verwahrung im Tresor unter entsprechender Kontrolle der Klimaverhältnisse. Also es gibt drei verschiedene Objekte,
in diesem Aachener Bestand, die seit dem 12. Jahrhundert mit der Person Karls des Großen in Verbindung gebracht wurden. Karl der Große, der Erbauer des Aachener Marienstiftes, von dem wir gerade vorhin schon gehört haben, der dort auch begraben ist. Und dieses Grab wurde im Jahr 1000 nach Christus durch Kaiser Otto III. Geöffnet. Und die Legende will es dann in einer Tradition, die aber nicht älter ist als das 12. Jahrhundert, dass er dabei drei Stücke gefunden hätte beim Kaiser, mit denen er bestattet worden wäre, nämlich ein Evangeliar, eine Bursa, also ein Reliquienbehältnis. Wir sehen das hier in der Mitte, die sogenannte Stephansbursa, in der Reliquien mit blutgetränkter Erde des heiligen Stephanus aufbewahrt sein soll. Und rechts davon ein Säbel, der Überlieferung nach von einem Engel, dem Karl dem Großen, überreicht worden wäre zur Bestärkung in seinem Kampf gegen die Heiden. Nur eines dieser Stücke geht tatsächlich auf die Zeit Karls des Großen zurück, also auch durch die historische Wissenschaft bestätigt. Das ist eben konkret das Krönungsevangeliar, über das wir hier sprechen. Die anderen Stücke alle erst später entstanden und dann aber eben einen Versuch, diesem im 12. Jahrhundert heilig gesprochenen Kaiser auch mit Erinnerungsstücken zu verbinden, die in diesem Aachener Domschatz dann weiter aufbewahrt wurden. Es ist interessant, dass ihre Verwendung und ihre Nutzung oder ihre Bedeutung im Kontext der Reichskleinodien eigentlich erst im 15. Jahrhundert greifbar wird. Konkret ist zum Beispiel hier der Buchdeckel, den wir immer noch vor uns sehen, der erste konkret greifbare Beleg dafür, dass diese Handschrift zu dieser Zeit eben um 1500 in Aachen vorhanden war, denn dieser Buchdeckel ist mit einer Goldschmiedemarke versehen, also der Handwerker hat sich hier verewigt. Wir wissen, das ist eben ein in Aachen ansässiger Meister Hans von Reutlingen, und davor gibt es keinerlei schriftliche Quellen zu dieser Handschrift und zu ihrer Verwahrung in Aachen. Wir haben dann erst 1534 einen ganz konkreten historischen Beleg, dass diese spezifische Handschrift bei den Krönungen des im Heiligen Römischen Reich, des Königs und späteren Kaisers in Aachen und dann in Frankfurt verwendet worden sei. Dieses Zitat, das ich hier oben anführe, ist: dieses Buch ist mit Recht allen anderen an Kostbarkeit überlegen, stammt aus einem Brief, mit dem die Aachener Domherren auf eine Anfrage eines Herzogs von Jülich-Kleve 1534 antworten, der sie darum bittet, ihm dieses kostbare Buch auszuleihen, zur Verfügung zu stellen, und sie schreiben ihm zurück, dass das nicht möglich sei, weil eben diese Handschrift von so großer Kostbarkeit sei und außerdem bei den Krönungsfeierlichkeiten verwendet werden würde. Das ist der erste konkret greifbare Beleg dafür. Mit dem Buchdeckel um 1500 greifen wir natürlich schon eine Stufe davor, aber sehr viel weiter reicht diese Tradition zumindest abgesichert nicht zurück. Aber ab diesem Zeitpunkt ist diese Handschrift jene, die zur Krönungsfeierlichkeit gebracht wird und auf die dann der zu Krönende nach dem Aufsetzen der Krone am Altar einen Eid spricht, mit dem er zusagt, dass er seine Pflichten in diesem Amt erfüllen wird. Er wird die Kirche und das Reich schützen. Es geht um die Wahrung von Recht und Gerechtigkeit und es geht um die Hilfeleistung für Schwache und Wehrlose. Also auf diesen Evangeliar findet diese Eidesleistung statt, und das, was Sie hier vor sich sehen, ist die Doppelseite am Beginn des Johannes-Evangeliums mit dem Bild des Evangelisten links und der Textseite auf der rechten Seite, in principio erat verbum. Das ist also der Eingang des Johannesevangeliums. Und über lange Zeit hinweg wurde dieses spezifische Erscheinungsbild, das hier jetzt nicht fototechnisch verändert wurde, sondern tatsächlich diese bräunliche Färbung im Gegensatz zu dem Purpurton der gegenüberliegenden Seite hat, so lange Zeit wurde diese Färbung so interpretiert, dass hier der Schweiß der
vielen Könige und Kaiser, die den Eid auf dieses Evangeliar abgelegt haben, diese Seite beeinträchtigt hätten. Das ist natürlich Unsinn, weil diese bei dieser Krönung Handschuhe getragen haben und diese spezifische Färbung auch auf dem Gegenblatt, also auf dem, ist ja ein Doppelblatt, genauso vorhanden ist. Das heißt, das ist ein Zustand, der schon durch den Färbeprozess hier so entstanden ist. Allenfalls sind also gewisse Abschabungen an der Goldtinte darauf zurückzuführen, dass diese Doppelseite hier verwendet wurde. 1534 war dieser Brief, 1531, also nur 3 Jahre davor, war die letzte Krönung eines römisch-deutschen Königs in Aachen, jene von Ferdinand I., dem Bruder Karls V. Niemand wusste damals, dass das die letzte Krönung in Aachen sein würde. 1562, Maximilian II., der Sohn Ferdinands I., wird dann bereits in Frankfurt gekrönt. Und ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches finden diese Zeremonien eben in Frankfurt statt. Und nun muss Aachen alles daran setzen, nicht ins Hintertreffen zu kommen als die im Heiligen Römischen Reich mit einer ganz speziellen Stellung ausgestattete Gemeinwesen und auch das Stift eben als der Krönungsort der Könige und Kaiser zu gelten und deswegen das besondere Anliegen, immer dafür zu sorgen oder immer danach zu trachten, dass die konkreten Aachener Reichskleinodien, die sie hier in einem Stich auf der linken Seite zusammen mit dem Gesamtbestand, der einerseits Nürnberger und eben hier jetzt rot umrandet, die Gruppe der Aachener Stücke, die da vor Ort notwendig waren. Der Stephansbursa ist übrigens die einzige Reliquie im engeren Sinne, die bei diesen Krönungsfeierlichkeiten tatsächlich verwendet wurde. Also Aachen selbst musste dann immer danach trachten, ihre Stücke dorthin zu bringen. Und da gibt es nun eine ganz interessante Quelle, die, glaube ich, recht erhellend ist, zu einer Krönung im Jahr 1742. Es ist genau jene Krönung, wo ausnahmsweise einmal in der langen Geschichte der frühen Neuzeit kein Habsburger dieses Amt übernommen hat und zugesprochen bekommen hat, also gewählt wurde in diese Aufgabe, sondern der Wittelsbacher Kurfürst Karl Albrecht. Er wird im Jänner 1742 in Frankfurt von den Kurfürsten bzw. ihren Delegierten gewählt. Sie sehen ihn rechts im Bild, diesen Karl Albrecht, der sich dann als Kaiser Karl VII. Nennt. Und wir haben ja nun eine interessante Quelle, die uns einmal einen kurzen Einblick nur gibt in den Aufwand, in die Situation, die sich damit verbindet, dass nun diese Reichskleinodien zum Ort der Krönung zu transportieren sind. Aachen schickt insgesamt 8 Deputierte des Kapitels und der Stadt mit insgesamt 15 Dienern in mehreren mehrspännigen Kutschen, wobei zum Beispiel schon unterschieden wird, jene der Stadt hat nur 4 Pferde, jene des Domkapitels hat 6 Pferde, weil dort auch die Reichskleinodien transportiert werden, also diese 3 Stücke. Und wir haben durch diesen Bericht des Stadtsekretärs Osterländer, der hier Teil der Delegation war, eben wunderbare Einblicke in die Komplexität und Schwierigkeit eines solchen Transportes, mit dem Stadt und Stift hier konfrontiert waren. Es gab Streitigkeiten, Diskussionen um die Geleitrechte, weil in jedem Herrschaftsgebiet dann der Kurfürst von Köln oder Kurfürst von Mainz praktisch ein Geleitrecht wieder für sich in Anspruch genommen hat. Von Aachen weg ist es ein Geleit von 175 Soldaten des Herzogs von Jülich-Kleve gewesen, die zum Beispiel dann nicht durch die Stadt Köln ziehen durften. Also ein ganzes Bündel spannender Informationen, die dann eben auch Informationen enthalten, wie dass es dann in Quartieren gebrannt hat und man musste evakuieren. Die Räder sind gebrochen und das alles mitten im Winter. Es ist also der Transport am 20. Jänner 1742 losgegangen. Also nach 8,5 Tagen kann man die 250 Kilometer schließlich nach Frankfurt schaffen und auch dort damals schon offenbar die Frage der Kosten der Quartiere, die eben bei solchen Anlässen natürlich zu besonderen Preisen vermietet wurden. Das Bild, das ich Ihnen dazu zeige, ist jetzt nicht dieser spezifische Transport,
Transport von 1742, sondern ein anderes, das aus dem Jahr 1790, das auch nicht die Aachener, sondern die Nürnberger Reichskleinodien im Transport zeigt. Aber so müssen wir uns das vorstellen, ein zeremonielles Geleit, mit dem diese Stücke hier verbracht werden. Und wenn Sie sich jetzt wundern, also wie groß hier eigentlich der Aufwand ist, zeige ich Ihnen dazu noch ein zweites Bild, das den Einzug des Kaisers, also Karl des Siebten selbst 1742 zeigt und womit einem Blick, der ja auch hier als Propaganda, als Kommunikation verwendet wurde und deswegen veröffentlicht wurde, gezeigt wird, wie groß und bedeutend eben hier der Einzug des zu Krönenden ist, im Gefolge der Kurfürsten, im Gefolge von Gesandten und Botschaftern. Also das sind Dinge, die uns einen Einblick geben in die Bedeutung des Zeremoniells und der Inszenierung dieser Anlässe, bei denen das Heilige Römische Reich sich eben praktisch selbst dargestellt hat. Und das war die Krönung im engsten Sinne. Etwas noch vielleicht also als Information, dass also die Kosten, die dann angelaufen sind für die Stadt Aachen, beliefen sich über 3.100 Gulden, was also für diesen einen Transport, der etwa 50 Tage in Summe in Anspruch genommen hat, und ich habe mir das mal umgerechnet, das waren 18 Jahresgehälter dieses Stadtsekretärs Osterländer, der diesen Transport begleitet hat, also immense Aufwendungen. Warum das Ganze? Das möchte ich Ihnen mit dem nächsten Bild zeigen, warum das Ganze durch die Stadt Aachen, einerseits eben um den Rang, die Bedeutung der Stadt selbst als freie Reichsstadt, als Krönungsort hier immer wieder zu betonen. Es gab praktisch auch jedes Mal eine Protestnote seitens der Stadt Aachen, dass die Krönung nicht bei ihnen selbst stattfinden würde, sondern eben in Frankfurt als dem praktisch nicht rechtmäßigen Ort, der ja mit der Goldenen Bulle von 1356 festgelegt war. Und es hat der Stadt Aachen diese Nähe zu diesem wichtigsten Ereignis der Gesellschaftsgeschichte oder auch der historischen Geschichte der jeweiligen Zeit gebracht. Und das sehen wir hier an diesem Ausschnitt eines sehr großformatigen Bildes, das sich in der Schatzkammer befindet, auf dem Sie diesen Tisch seitlich des Krönungsaltars sehen. Also in der rechten oberen Ecke wird Josef II., der Sohn von Stephans und Maria Thereses, gerade von den drei geistlichen Kurfürsten die mittelalterliche Krone aufs Haupt gesetzt, und links davon eben ein kleiner Tisch mit wieder diesen drei Stücken aus dem Aachener Domschatz und daneben die Gesandten aus dem Aachener Domkapitel beziehungsweise der Stadt, die hier in einer Nähe zu diesem Ereignis in Erscheinung treten, wie es nur sehr wenigen bei diesem Anlass überhaupt möglich war. Also eine Nähe und ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Reich, die dazu geführt hat, dass man diese immensen Kosten, den Aufwand jeweils auch in Kauf genommen hat. Also es geht um ein Buch heute hier, das in diesem Kontext eine ganz zentrale Rolle spielt, eben jene Handschrift, auf die der Krönungseid abgelegt wurde. Und hier möchte ich Ihnen jetzt dieses Buch einmal vorstellen, das, womit wir hier ja auch in dieser speziellen Form der Präsentation eine sogar viel bessere Möglichkeit haben, uns davon einen Überblick zu verschaffen, als wenn wir jetzt als vielleicht 100 Personen direkt und gemeinsam vor dem Stück stehen würden. Das Ganze ist eben ein gebundener Kodex, der zwischen zwei Holzdeckeln eingebunden ist. Er besteht aus insgesamt 236 gefärbten Pergamentblättern. Also das sind immer Doppelblätter. Es ist, man kann davon ausgehen, werde ich vielleicht später dann noch einmal sagen können, dass dafür wahrscheinlich rund 118 Kälber ihr Leben lassen mussten, um einen Kodex dieses Umfangs und dieser Qualität entstehen zu lassen. Der Kodex ist aus Lagen aufgebaut, wie das bei mittelalterlichen Handschriften ja im Regelfall gegeben ist, also dass die Blätter zusammengeheftet sind und eben mit vier Doppelblättern, die sogenannten Quaternionen. Die Ausstattung besteht aus 16 Kanontafeln, 4 Evangelistenbildern und 4 Initialen. Darüber werde ich Ihnen noch Bilder zeigen können. Was beinhaltet der Kodex? Es ist ein Evangeliar, also eine Zusammenstellung der 4
kanonischen Evangelientexte nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes in dieser Abfolge, zu denen noch Vorreden gestellt sind. Das sind Briefe des Kirchenvaters Hieronymus zu seiner Bibelübersetzung. Das sind kurze Zusammenfassungen der Evangelien und Viten der Evangelisten. Dann kommen die sogenannten Kanontafeln, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Und dann am Schluss auch noch eine Zusammenfassung der Textblöcke, wie sie im Kirchenjahr gelesen werden müssen. Das ist eine Zusammenstellung, wie sie in der Form recht charakteristisch ist. Die kodikologische Forschung zu den karolingischen Handschriften hat hier sehr klare Erkenntnisse, dass es sich um den sogenannten ältesten Typus des karolinischen Evangelienbuchs handelt, aus der Zeit vor 800, also schon ein ganz konkreter Datierungsansatz für die Handschrift, weil sich im Rahmen der Hofschule Karls des Großen oder der Skriptorien Karls des Großen, über die wir hier jetzt reden, also in der Zeit um 800 als Orientierungspunkt. Er selbst, Karl der Große, hat von 768 bis 814 regiert, weil es Entwicklungen gab, in deren Folge das große Ziel Karls des Großen in seinem Reich dafür Sorge zu tragen, dass die heiligen Schriften, konkret eben die Evangelientexte, in möglichst korrigierten, gereinigten Fassungen auf die Urfassung zurückgehend überliefert werden. Durch die schon mehrhundertjährige Tradition haben sich sehr, sehr viele Abschreibfehler in die Texte eingeschlichen. Und Karl der Große hat große Anstrengungen unternommen, mit seinen Hofgelehrten diese gereinigten Fassungen zu erstellen und eben praktisch Mustertexte zu erarbeiten. Und das gilt eben auch für das Evangelialszusammenführung der vier Evangelien. Und in dieser Zeit Karls des Großen gibt es ja auch noch einmal eine Entwicklung, und in der wir eben von diesem älteren karolinischen Evangelienbuch sprechen können, dem dieser Typus des Krönungsevangeliars entspricht. Wie Sie sehen hier drei Bilder, die Ihnen zwei Schriftbeispiele aus dem Kodex zeigen. Es ist ein Schriftsystem sehr differenzierter Art. Prinzipiell sind die Texte in der sogenannten Unziale geschrieben, einer Majuskel, also Großbuchstabenschrift, die in der Antike schon bekannt ist, aber in der Zeit eigentlich schon primär eher nur mehr als Auszeichnungsschrift für Überschriften verwendet wurde. Hier im Krönungsevangeliar, und wir sehen in der Mitte ein weiteres Beispiel mit dem Beginn des Markus-Evangeliums, wo wir sehen, also die erste Zeile Incipit Evangelium Secundum Marcum ist in einer sogenannten Capitalis Rustica geschrieben, auch ein spätantikes Schriftensystem, darunter die Imitation, die Nachbildung der sogenannten Capitalis Quadrata und dann eben den Fließtext des Evangeliums selbst in der Unziale. Ich habe Ihnen daneben gestellt ein Beispiel einer karolingischen Minuskel. Sie haben sicher gehört, dass in der Zeit Karls des Großen eben auch in Verbindung mit diesem Wunsch, gereinigte, gut lesbare Texte der Heiligen Schrift zu verbreiten, auch ein eigenes Schriftsystem entwickelt wurde, die sogenannte karolingische Minuskel, also eine Kleinbuchstabenschrift. Rechts sehen Sie dazu ein Beispiel, das älteste, das sich datieren lässt, von 765, das sozusagen zum Sinnbild eigentlich der Reformbestrebungen Karls des Großen auch geworden ist, sich sehr rasch verbreitet und weit verbreitet hat und heute immer noch die Grundlage unseres Schriftsystems ist. Also für das Krönungsevangeliar hat man sich offenbar bewusst entschieden, nicht auf diese moderne, neue Schrift zurückzugreifen, sondern Schriftsysteme zu übernehmen, die durch die Tradition, durch den Blick zurück auf die Antike, einen besonderen Stellenwert hatten. Die Ausstattung dieses Evangeliars, ich habe schon angesprochen, sind 16 Kanontafeln. Ich habe Ihnen hier mal 12 davon so in der Reihenfolge nebeneinander gestellt, wie sie in der Handschrift vorkommen, auch wie sie zusammen auf der Doppelseite stehen. Das sind architektonische Rahmensysteme, in denen Kolumnen von Ziffern stehen und kurzen Abkürzungen. Das ist eine
sind sogenannte Konkordanztabellen auf der Grundlage eben der Evangelientexte. Hier sind praktisch über 1100 verschiedene Textstellen in allen vier Evangelien zusammengestellt, nach ihrer praktisch Übereinstimmung, inhaltlichen Übereinstimmung. Es gibt hier welche, die kommt der Text in allen vier Evangelien vor, dann kommt es nur in drei Evangelien vor, dann nur in zwei Evangelien und zum Schluss nur in einem einzelnen Evangeliar. Und hier ist diese Zuordnung und Anordnung in diese Form von Konkordanztabellen gestellt worden, die dann praktisch den Evangelientexten auch vorangestellt sind. Und es drückt sich hier jetzt mit dieser Folie aus, wo sie dann die vier Evangelientexte vor sich sehen, an denen jeweils eben eine Miniatur den Evangelisten als Verfasser oder im Kontext eben der Buch des Schreibens dieser Texte sehen und gegenüber dem Beginn mit einer groß herausgehobenen Anfangs, mit einem großen Anfangsbuchstaben der sogenannten Initiale. Also das ist die gesamte bildhafte Ausstattung dieses Evangeliars, die ich Ihnen hier fast auf einen Blick zeigen kann. Wenn wir hier ein paar wenige Aspekte zu den Kanontafeln oder zu den einzelnen Aspekten herausgreifen, die Kanontafeln wechseln hier interessanterweise vom Bogentypus zum Balken, zum Gebälktypus, der hier nur auf zwei Seiten vorkommt. Ganz faszinierend ist, dass hier praktisch der Wunsch und die Absicht bestanden hat, also Vorbilder aus der gebauten Architektur so konkret wie möglich umzusetzen. Sie sehen hier Kapitelle, die einerseits korinthische Formen, andererseits sogenannte den ionischen Typus mit ins Bild setzen. Sie sehen Elemente wie diese Fächerformen, die Gliederung der Säulen mit Basen und Kapitellen, die sich direkt an antiken Vorbildern auch orientiert, wobei hier auch in jüngerer Zeit die Forschung darüber diskutiert, ob es nicht eventuell sogar Neuschöpfung all-antiker in der Zeit Karls des Großen sein könnten. Ich habe daneben gestellt ein Beispiel einer Handschrift aus praktisch derselben Zeit, Anfang des 9. Jahrhunderts, vom Hof Karls des Großen, das sogenannte Soissons-Evangeliar, mit dem ich eigentlich nur zeigen will, dass wir hier zur selben Zeit im Umfeld des Kaisers zwei verschiedene Zugänge haben, die uns gleich auch noch weiter begleiten werden. Also der prunkvolle, prachtvolle, auch sehr dekorative Zugang der sogenannten Hofschule, die wir rechts eben im Bild sehen, mit diesen Evangelistensymbolen, die oben in das quasi Tympanon mit hineingenommen werden, und der sehr klassische, eben tatsächlich hellenistisch spätantike Zugang, den wir im sogenannten Krönungsevangeliar finden. Auch die Initialen sind ein spezielles Element hier im Krönungsevangeliar, eigentlich ein in der Antike nicht bekanntes Ausstattungselement von Kodizes und Handschriften, beziehungsweise erst sehr spät und nur in Form von einfach vergrößerten Anfangsbuchstaben. Hier wird schon in der Zeit des späten 8. Jahrhunderts, über die wir hier reden, wird eine Entwicklung wirksam, die sich über Jahrhunderte vor allem im irisch-angelsächsischen Raum, also auf den britischen Inseln, ergeben hat, wo die Buchkunst eine ganz spezielle Ausformung erhalten hat. Sie haben rechts oben, leider hier relativ klein, aber hoffentlich auch für Sie erkennbar, das Book of Kells, eines der berühmtesten Beispiele seiner Art, um 800 entstanden, also praktisch dieselbe Zeit wie das Krönungsevangeliar, wo Sie ein Beispiel sehen für diese anglosächsisch-irische Tradition, in der dieser überbordende Schmuckreichtum, hinter dem also der Buchstabe schon fast verschwindet, für den so charakteristisch ist. Und ein kleines Detail auch hier schon, die Figur des heiligen
also des Evangelisten Matthäus seitlich davon in dieser ganz typischen, ganz reduzierten, stark ornamentalisierten Form, von der sich das, was wir im Krönungsevangeliar jetzt gleich weiter sehen werden, sehr, sehr deutlich unterscheidet. Also ein, auch im Bereich der Initialkunst, eine Reduktion, ein Rückführen im Krönungsevangeliar. Wir haben hier in der Mitte das Beispiel des sogenannten Dagulf-Psalters, das sehr gut datierbar ist, weil die Handschrift 795 für den 795 verstorbenen Papst Hadrian gedacht war und also das als Terminus antequem hier feststeht und wo man hier Verbindungen sieht zwischen Handschriften, die im Umfeld des Kaisers Karl des Großen entstanden sind. Ganz rechts außen ein weiteres Beispiel mit aus diesem Umfeld des Kaisers, das sogenannte Ader-Evangeliar, womit ich noch einmal zeigen will, dass also auch innerhalb des direkten Umfeldes Karls verschiedene Zugänge gleichzeitig existiert haben. Die beiden rechten Beispiele eben die schmuckhaft gerahmten ganzen Seiten, in denen die Initiale auch eine deutlich größere Rolle spielt als das, was wir im Krönungsevangeliar ganz links außen sehen. Die Evangelistenbilder sind das, was Sie in praktisch jedem Handbuch zur mittelalterlichen Kunstgeschichte finden, weil sie wirklich einzigartige Zeugnisse einer Hinwendung, einer Rückbesinnung, eines Rückblicks auf die Spätantike darstellen, wie wir das in keinem anderen Werk des Mittelalters finden können. Tatsächlich wird das, was wir hier sehen, erst wieder im 15. Jahrhundert mit dem, was wir als italienische Renaissance kennen, wieder relevant. Es sind eben gerahmte Bilder, die wie Fensterrahmen in eine Landschaft hinausblicken lassen, in der jeweils dieser Evangelist sitzt, in der Gestalt eines antiken Philosophen, in ein weißes Pallium gekleidet, das ihn umhüllt in völlig selbstverständlicher Körperlichkeit, auch in einer räumlichen Ausdehnung, die in dieser Zeit völlig außergewöhnlich ist. Wir haben links den Matthäus, rechts den Markus und links den Evangelisten Lukas hier in einer Zusammenführung, die jeweils eben hier mit dem Schreiben bzw. dem Kontemplatieren über der Heiligen Schrift gezeigt werden. Nur um Ihnen noch einmal ganz deutlich zu zeigen, wie groß der Unterschied ist zu dem, was wir praktisch in derselben Zeit oder unmittelbar davor haben, hier zwei Beispiele, nicht aus dem Umfeld Karls des Großen, aber praktisch zeitgleich das sogenannte Tassilo-Psalter von 788, ganz links oder in der Mitte ein Evangeliar aus Essen, das Ihnen diese Reduktion, Geometrisierung und Schematisierung der menschlichen Figur zeigt, die bis in diese Zeit praktisch Standard war. Und hier sehen wir gegenübergestellt diesen Johannes aus dem Krönungsevangeliar, der, glaube ich, was unmittelbar sehr deutlich macht, wie neu, wie anders und auch wie fremdartig das war, was hier in Aachen um 795 entstanden ist. Und fremdartig war es auch im Kontext dessen, was sonst am Hof Karls des Großen passiert ist. Ich habe hier drei Evangelistenbilder der sogenannten Hofschule zusammengestellt. Es gibt eben eine Gruppe von etwa 12 Handschriften, die tatsächlich als das genannt werden können, was wir als Schulverbindung bezeichnen, die so in vielfältiger Weise miteinander verknüpft sind, die die Typen weiter tradieren und weiterführen. Also wo wir davon ausgehen können, dass es hier Spezialisten in einem Skriptorium gegeben hat, die eng zusammengearbeitet und sich ausgetauscht haben. Hier eine Reihe von 783 bis 810 in diesen wichtigsten Jahrzehnten der Hofschule Karls des Großen, wo Sie auch sehen, die größere Schmuckfreude, den prachtvolleren Kolorismus, der hier in diesen Handschriften spricht, aber auch der viel weniger an Plastizität, Räumlichkeit, dafür die Evangelistensymbole hier mit einbezogen, also das wieder ein bisschen stärker zurückbinden an den Inhalt, an die Symbolkraft dieser Bilder. Also es stehen hier quasi zwei Bereiche nebeneinander in Aachen und das Interessante, was auch erst die jüngste Forschung sehr stark noch einmal betont, es scheint hier auch eine Art von Rivalität und Konkurrenzverhältnis zwischen zwei verschiedenen Gruppen von
Schreibern und vor allem Miniaturmalern gegeben zu haben. Hier die zwei wichtigsten Beispiele dazu. Links das sogenannte Abbeville-Evangeliar aus Centula in Sarriquier in Nordostfrankreich, das der Hofschule Karls des Großen zugesprochen werden kann, und rechts wieder unser Krönungsevangeliar. Es sind die beiden einzigen Handschriften, die komplett diesen Purpurfarbton zeigen, in Goldtinte geschrieben sind. Das ist sonst für die anderen Handschriften der Hofschule nicht typisch. Und es zeigt hier es gibt hier die Vermutung, dass zum selben Zeitpunkt zwei verschiedene Meister mit der Aufgabe betraut wurden, ein so prachtvolles, prunkvolles Evangeliar zusammenzustellen, und dass also dann hier in dem Fall die Entscheidung auf das Krönungsevangeliar fiel. Wir wissen es nicht, ob Karl der Große es bei seiner Krönung 800 zum Kaiser in Rom tatsächlich dort auch schon verwendet hat, aber es würde sehr nahe liegen, und die weitere Geschichte, die wir ja kennen mit ihrem Bezug zum Heiligen Römischen Reich und der Verwendung bei den Krönungen, könnte das auch nahelegen. Also ganz spannende Erkenntnisse, die sich hier zur Struktur, zur Geschichte dieser Produktion von so kostbaren, aufwendigen Prunkhandschriften am Hof Karls des Großen erschließen lassen. Das Interessante ist eben beim Krönungsevangeliar, dass es hier keine Schule gibt, die sich aus dem Ganzen entwickelt hat. Wir haben hier noch einmal das links den Matthäus und dann drei Beispiele von Handschriften, die deutlich zeigen, dass sie dieses Krönungsevangeliar gekannt haben, dass sie sich an diesen orientiert haben, aber schon wieder in einer deutlich reduzierten Form, also die Qualität im Hinblick auf Körperlichkeit, Räumlichkeit, auch Illusionismus bei diesen verlaufenden blauen Farben im Hintergrund, das gibt es nur noch andeutungsweise. Und wir können eben sagen, dass das Krönungsevangeliar keine Schule in dem Sinn gebildet hat, sondern dass diese Maler offenbar an den Hof gekommen sind, den aber auch wieder verlassen haben und dann erst durch ihr Werk in der Rezeption eine gewisse Nachfolge sich ergeben hat. Darum spricht man von der Gruppe des Krönungsevangeliars im Gegensatz zur Schule der Hofschule Karls des Großen, wo ich Ihnen ein paar Beispiele auch gezeigt habe. Etwas, was in diesem Kontext sehr spannend ist, dass es am Beginn des Lukas-Evangeliums hier schwer erkennbar eine Randnotiz gibt, der einen Demetrius Presbyter nennt, ein bisschen schwer lesbar, aber von den Kodikologen hier entsprechend übersetzt, ein griechischer Name, der hier in diesem Kontext auftaucht und der gewissermaßen eine Art von Bestätigung geben kann, dass das, was wir hier vor uns haben, mit hellenistisch-antiken Traditionen zu tun hat, die offenbar über Byzanz hier in den Westen, in das Abendland weiter transportiert wurden. Es gibt leider nichts an direkt Vergleichbaren, wo wir sagen können, das ist das, was diese Maler selbst als Vorbilder verwendet haben oder gekannt haben. Hier nur drei Beispiele, die das ein mögliches Szenario geben, aber es ist im Grunde bis heute kein überzeugendes Beispiel gefunden, dass jetzt, wodurch sich diese Tradition, aus der diese Fremden nach Aachen gekommen sind, definitiv erklären lässt. Es gibt Möglichkeiten, dass sie aus Italien zugewandert seien oder auch direkt aus Konstantinopel gekommen. Also da gibt es verschiedene Interpretationen. Also dieses Krönungsevangeliar ist ein wirkliches Sinnbild alles dessen, was Karl der Große in seinem Reich als Renovatio vor Augen hatte, eine Wiederherstellung des Imperium Romanum, gerade auch im Bereich der Kunst, aber unter christlichen Vorzeichen, der Richtung des Aachener Münsters, das wir hier im Zentrum vor uns sehen, für das Spolien, also Bruchstücke von Bauten aus Italien, von antiken Bauten aus Italien nach Aachen gebracht wurden, oder das erste Mal, dass eine großformatige Bronzetüren hier in einem Kirchenbau nach der Spätantike wieder umgesetzt wurden. Hier rechts nur ein ganz kleiner Ausschnitt von einer dieser Löwentüren. Das fügt sich mit diesem Krönungsevangeliar zusammen zu all dem, was wir als Idee der karolingischen Renaissance jetzt nur sehr allgemein beschrieben, aber mit dem Verständnis finden, dass Karl der Große
große Anstrengungen unternahm, für sich als Kaiser direkt an das Imperium Romanum anzuknüpfen und diese Vorbilder auch eben in all dem nutzbar zu machen, wo es um die Ausstattung der Kirchen oder die Entstehung von Kodizes ging. Also hier nur auch noch ein Blick auf die Rezeptionsgeschichte, also die Bedeutung des Gründungsevangeliars zeigt sich an der reichen Nachfolge, die seine Bildmotive, die konkrete Evangelistenbilder in späterer Zeit gefunden haben, die auch eindeutig belegen, dass diese Legende, die es gibt, dass dieser Kodex im Grab Karls des Großen gelegen habe und erst um 1000 gefunden wäre, komplett widerlegt, weil es hier im 9. Jahrhundert schon konkrete Wiederholungen oder Anknüpfungspunkte gibt, die nur aus dem Blick auf das Original tatsächlich denkbar sind. Also diese reiche Wirkung, die dieses Gründungsevangeliar erzielt hat, ist über diese Rezeption eben sehr deutlich zu sehen. Mit unserem damaligen Forschungsprojekt haben wir viel Aufmerksamkeit auch dem Material und der Technik gewidmet, das bis dahin in der Forschung noch nicht wirklich untersucht worden war. Hier ein Detail links im Bild. Sie sehen zwei schwarze Flecken, wo man sich als Laie oder auch ich mich im ersten Zugang natürlich gefragt habe, was kann das sein? Es handelt sich um die Beckenknochen des Kalbes von der Haut, die eben hier praktisch über den Rücken gespannt war. Solche Spuren finden sich noch vielfach in dem Kodex, die eben durch die Färbung dann heute sichtbar oder überhaupt sichtbar geblieben sind und die uns eben damit auch den Hinweis geben, dass hier wirklich die besten Stücke dieses Kalbspergaments für diesen Kodex verwendet worden sind. Rechts dann sehen Sie so merkwürdige Schabspuren und noch einmal rechts eben so Wischspuren. Das sind alles Dinge, die auf die Zubereitung, die Herstellung des Pergamentes hinweisen, die wir durch eben den Färbeprozess hier besonders deutlich erkennen können. Die Färbung des Pergaments hat uns damals auch besonders beschäftigt, weil wir uns die Frage gestellt haben, ist das nun echtes Purpur, das hier verwendet wurde und das ja mit sehr, sehr vielen Nuancen praktisch bekannt ist. Und Sie sehen hier vier Bilder zusammengesetzt, die alle ziemlich genau den Farbton innerhalb der Handschrift wiedergeben. Es war ein langer Untersuchungsprozess, hier eine der Maschinen, quasi, die hier verwendet wurden, die sogenannte Röntgenfluoreszenzanalyse, ein langer Prozess, in dessen Folge zunächst noch Indizien denkbar waren, dass es doch Purpur sein könnte, aber es gab seit unserer Untersuchung noch einmal neue zusätzliche Untersuchungen, die bestätigt haben, es ist nicht dieses echte Purpur von der Purpurschnecke verwendet worden, sondern es sind Flechten, Farbstoffe, also pflanzliche Ersatzstoffe, die diesen Farbton auch imitieren konnten, der eine besondere Rolle spielt in diesem Kontext, weil es eben das Purpur als kaiserliche Repräsentationsfarbe sich damit darstellen ließ. Das wissen Sie wahrscheinlich in Byzanz, also schon in der Antike, war durch diese besondere Kostbarkeit dieses Farbstoffes eben die Verwendung ganz besonders restriktiv beschränkt auf eben den Kaiser selbst oder Senatoren mit schmalen Streifen auf ihrer Toga. Man braucht rund 12.000 Schnecken für einen Gramm von dieser Purpurfarbe. Und heute ist das immer noch der teuerste Farbstoff, den wir kennen. Ich habe nachgeschaut, angeblich zurzeit 2.500 Euro kostet ein Gramm von diesem Farbstoff, der eben hier auch nicht verwendet worden ist, sondern man konnte sich mit einem billigeren, leichter verfügbaren Ersatzfarbstoff praktisch begnügen. Und genauso diesen Effekt erzielen eine der kaiserlichen Repräsentation entsprechende Farbwirkung hier zu erzielen. Hier nur ein kurzer Blick auf verschiedene strahlendiagnostische Untersuchungen, die wir da auch gemacht haben. Eine der überraschendsten Erkenntnisse war das, was ich mit dem roten Rahmen gerade markiert habe, dass wir über die Röntgenaufnahmen sehen konnten, dass tatsächlich der Buchmaler hier eigentlich die körperliche Figur, das Bein dieses Evangelisten unterhalb der Toga angelegt hat und damit ein wirklich Verständnis für die Anatomie, den Aufbau eines menschlichen Körpers, seiner Gestaltung zugrunde gelegt hat. Etwas, das wir in der mittelalterlichen Kunst sonst in dieser
Form überhaupt noch nirgends gefunden haben. Jetzt wirklich nur als letzter Blick noch der Prunkdeckel selbst. Holzdeckel wissen wir nicht, wann wirklich entstanden. Es konnten keine dendrochronologischen Untersuchungen durchgeführt werden, weil er rundum mit Samt beklebt ist. Sie sehen hier den Prunkdeckel, wie er in der Schatzkammer ausgestellt ist. Es besteht die Möglichkeit, dass hier auf einen, also um 1500 auf einen älteren ehemals sicher genauso vorhandenen Prunkdeckel Bezug genommen wurde. Möglicherweise war es eine Majestas-Darstellung, wie wir das rechts im Bild sehen. In der Forschung immer wieder die Frage, wer ist da nun eigentlich vorne im Zentrum dargestellt? Es gab die Legendentradition, das sei Karl der Große, der aber in den Darstellungen in Aachen praktisch immer mit dem Stiftsmodell oder einem Kirchenmodell als Stifter der Aachener Kirche gezeigt wird. Also es ist Gottvater selbst, der hier im Kontext der Verkündigung an Maria links und rechts im Bild des Deckels gezeigt wird. Hinein verwoben etwas, was wir natürlich in der mittelalterlichen Kunst sehr oft finden, ein Hinweis eigentlich auf den Stifter, wenn auch gar nicht so eindeutig erkennbar. Wir haben rechts das Detail des Gottvaters mit der Mitrenkrone, die im 15. Jahrhundert zum Sinnbild des habsburgischen Kaisertums wird. Ich habe Ihnen dazu schon vielleicht wirklich als kleinen Ausblick auf einen späteren Vortrag einmal das Bild der Krone im Grab Friedrichs III. Dazu gestellt, die wir ja jetzt erst seit wenigen Jahren so in dieser Form kennen und die genau diesen Typus vor Augen stellt. Also wir gehen davon aus, dass Maximilian I., der 1486 in diesem Aachener Münster gekrönt worden war, zu einem nächsten Zeitpunkt in Aachen diesen Buchdeckel bei Hans von Reutlingen in Auftrag gegeben hat und dabei nicht praktisch vergessen hat, den Auftrag zu ergeben, dass habsburgische Kaisertum hier mit ins Bild zu nehmen. Und damit bin ich in diesem sehr schnellen Durchgang, ich entschuldige mich für dieses schnelle, staccato-artige Reden, aber Sie können das dann vielleicht auch auf YouTube noch einmal nachhören, nachschauen und möchte mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hier mit diesen zwei Bildern, die uns einerseits noch einmal den Johannes und den Buchdeckel zeigen, mich verabschieden, die Ihnen zeigt, dass man auch offenbar um 1500 noch einmal zurückgeschaut hat auf diese faszinierende Gestalt des Johannes, die in dieser Gestalt Gottvaters und mit ihrem Bezug auf das Buch, die Heilige Schrift, für das dieser Deckel die kostbare Hülle darstellt, dann noch einmal aufgegriffen wurde. Also ich danke herzlich und einen sehr schönen Abend Ihnen allen. Vielen Dank, lieber Franz. So ganz können wir dich noch nicht entlassen. Es sind natürlich Fragen aufgetaucht. Zum Beispiel interessiert es unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie die Krönung, sagen wir in Aachen oder Frankfurt oder auch Rom, tatsächlich stattgefunden hat. Lässt sich das in 2, 3 Sätzen kurz zusammenfassen? Ja, ich denke schon. Also es ist im Grunde nach einem Ablauf, der schon im 10. Jahrhundert festgelegt wurde und praktisch bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 beibehalten wurde. Das heißt, es gab natürlich verschiedene Schritte im Rahmen dieser Krönungsmesse. Zunächst, also der eigentliche Krönungsakt beginnt damit, dass der Kaiser oder König und dann der zukünftige Kaiser, was es ja konkret ist, wenn er in Aachen gekrönt wird, gesalbt wird, dann vom Altar in die Kapelle geführt wird, dort in die Kleider gewandelt wird, zurück an den Altar geführt wird. Dort wird ihm zuerst das Schwert umgegürtet, eben dieser Säbel Karls des Großen, dann bekommt das Zepter und Reichsapfel in die Hände, dann wird ihm der Mantel umgelegt und am Schluss setzen ihm die drei geistlichen Kurfürsten, wie wir das auch in dem Bild 1764 gesehen haben, gemeinsam die Krone auf. Und dann legt er den Eid ab auf diesen Krönungsevangeliar, das am Altar aufgelegt ist. Und im Anschluss gibt es dann noch den Gang hin auf den Thron Karls des Großen, der in Aachen ja konkret im Umgang oben im Oktogon vorhanden war. Und mit dieser Thronsetzung war eigentlich die legitime Inamtsetzung gegeben. Das zeigt sich dadurch, dass man dann in Frankfurt, als man die Krönungen ja eben nicht mehr in Aachen hatte und den Thron nicht mehr zur Verfügung hatte, auch einen solchen Sessel als Thronstuhl aufgestellt hat, mit dem dieses Zeremoniell vollzogen wurde. Also das ist in ganz, ganz groben wenigen Sätzen dieser Ablauf.
Du hast gesagt, dass das Gründungsevangeliar wie die Stephansbörse oder auch der sogenannte Säbelkalz des Großen in Aachen verwahrt waren. Nun ist das im größeren Zusammenhang bei uns in der Schatzkammer mit den Reichskleinodien im allgemeinen größeren Zusammenhang gezeigt. Es eine Frage, die auftaucht, ist, warum ist das überhaupt in Wien? Wichtiger Hinweis, danke für die Frage. 1791, als dieser Herr Kinderling geschrieben hat, war unmittelbar die nächste, letzte Krönung, stand bevor. 1792 fand die letzte Krönung dieses Kaiser Franz II. Ersten statt. Da wechseln immer wieder die Bezeichnungen. In demselben Jahr erklärt das revolutionäre Frankreich der Habsburger Monarchie den Krieg. Und es beginnt sofort der Aufmarsch gegen das Heilige Römische Reich. 1794 werden die Reichskleinodien aus Aachen deswegen in Sicherheit gebracht, weil man fürchtete, dass Napoleon praktisch den Anspruch stellen würde, was ja propagandistisch auch tatsächlich passiert ist, dass er der wahre Nachfolger Karls des Großen sei und nur er berechtigt sei, diese Reichskleinodien in seinem Besitz zu haben. Also 1794 wird das aus Aachen aus Angst vor der Entfremdung evakuiert, nach Paderborn gebracht. 1796 werden die aus Nürnberg auch evakuiert, Richtung Regensburg zunächst. Und in Aachen ist es so, dass dann 1798 dort der Wiener Hof die Entscheidung trifft, dass diese drei Reichskleinodien, die sogenannten Reichskleinodien, aus diesem Bestand des gesamthaften Aachener Domschatzes herausgenommen werden und tatsächlich nach Wien gebracht werden, wo sie dann 1801 eintreffen. Und seit diesem Zeitpunkt sind sie eben als Reichskleinodien in Wien aufbewahrt. Vielen Dank. Eine Frage kommt noch, die ich dir vortragen möchte. Was macht uns oder dich oder die Forscher sicher, dass das Evangeliar überhaupt in Aachen gefertigt wurde und nicht zum Beispiel in Konstantinopel, in Byzanz? Liegt es an den Schrifttypen oder woran kann man es genau erkennen? Also das Gründungsevangeliar, so fremdartig es in vielen Aspekten ist, die ich hier natürlich sehr betont habe, so klar fügt es sich auch in vielerlei Hinsicht in das ein, was wir aus diesen vielen anderen Handschriften kennen und wissen. Das heißt, die Textredaktion, von der ich gesprochen habe, ist praktisch eins zu eins mit diesen Abbeville-Evangeliar, das als so mögliches Konkurrenzprojekt gesehen wird. Aachen war ab den 1790er Jahren ein entscheidendes Zentrum für Karl den Großen, indem er eben diese Marienkirche hat bauen lassen. Wir wissen nicht, wer der Spiritus Rector hinter diesem konkreten Projekt Krönungsevangelia war, wer praktisch diese Fremden hier geholt hat. Aber wir kennen dort ein Umfeld, wo eben für diesen unglaublich prestigeträchtigen prestigeträchtigen Bau in Aachen eben sowohl Spolien aus Italien nach Aachen geschafft wurden, dass Handwerker aus der ganzen Welt gewissermaßen dorthin geführt wurden. Und also das ist das der Hotspot gewissermaßen dessen, was im Reich Karls des Großen damals passiert. Also es ist Konstantinopel insofern auszuschließen, weil es ja auf Latein geschrieben ist. Wir kennen kein Beispiel, wo jetzt zum Beispiel eine lateinische Handschrift in Konstantinopel selbst entstanden wäre. Theoretisch gäbe es zwar eine gewisse Möglichkeit, weil es um 800 in Konstantinopel ein Zeitfenster gab mit Kaiserin Irene, das nicht so bilderfeindlich war wie die Zeit unmittelbar davor und auch wieder die Zeit danach, weshalb wir ja von dort so wenige Werke auch erhalten haben und ebenso wenig in der Lage sind, dieses Krönungsevangeliar auf seine Herkunft hin noch ein bisschen näher einzugrenzen. Also es könnte sein, dass konstantinopolitanische Buchmaler aus Konstantinopel, also ins Abendland gekommen sind und hier am Hof Karls des Großen praktisch dieses Imperium Romanum als Tradition und Erinnerung aufgrund von Werken, die sie damals noch zur Verfügung vor Augen hatten, die wir heute nicht mehr kennen, praktisch das dort dem Kaiser dargebracht haben, der das offenbar mit ganz großer Freude angenommen hat. Vielen Dank, lieber Franz. Ich danke nicht nur dir, ich danke auch den Kolleginnen, die im Hintergrund uns mit dem technischen Support unterstützen, wie Tina Madel, Viktoria Kohut, Elena Eiberg und Angelika Kronreif. Ich danke den Damen und Herren, die uns zuschauen und zuhören, wo immer Sie heute Abend auch sind. Und ich freue mich, wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche und in den folgenden Wochen auch wieder dabei sind.
Ich darf einen kurzen Ausblick geben auf die kommende Woche. Am 4.3. wird der Kollege Klaus Wondrowetz, Dr. Klaus Wondrowetz, sprechen. Er ist Direktor des Münzkabinetts, auch einer der großen, bedeutenden und auch alten Sammlungen im Kunsthistorischen Museum. Und er spricht zu einer Jahrhundertsammlung, denn dem Kunsthistorischen Museum ist der Ankauf einer einzigartigen Münzsammlung gelungen, Münzen vom 1. bis 7. Jahrhundert, die aus dem antiken Orient stammen. Lieber Franz, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für heute Abend. Ich wünsche noch einen weiteren schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, auf Wiederhören. Wiedersehen.